Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Autarkie. Mein Name ist Thomas und in der heutigen Folge geht es um das Thema neue Release-Note für das E3D10 Hauskraftwerk. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ja, es gab jetzt relativ kurzfristig eine neue Ankündigung auf dem E3DC Energieportal. Ich zeige es euch dann gleich, dass es jetzt eine neue Release-Note geben soll. Also sprich, ein neues Software-Update für die E3DC Hauskraftwerke. Und da war ein ziemlicher, ja, aus meiner Sicht eine ziemlich krasse Information drin. Und die möchte ich heute gern mit euch teilen. Deswegen auch relativ kurzfristig nach der Ankündigung dieser Release-Note auch dieses Video. Wenn ihr solche Informationen grundsätzlich gut findet, ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, freue ich mich total. Ihr dürft natürlich auch sehr gerne den Kanal abonnieren und die Glocke drücken, sodass ihr dann keine neuen Videos verpasst, die ich bei YouTube hochlade. Jetzt kommt kurz das Intro und dann wollen wir uns mal anschauen, worum es denn in dieser Release-Note überhaupt geht. Auf geht's! Ja, und hier habe ich euch mal diese Release-Note angezeigt, beziehungsweise nicht die Release-Note, sondern die Ankündigung, dass ein Release kommen wird. Und zwar wurde das im E3DC Energieportal am 28.01.2022 live geschaltet. Ja, und dort steht halt sinngemäß drin, dass es jetzt eine Softwareaktualisierung gibt, dass nahezu alle Gerätetypen der Hauskraftwerke betroffen sind, dass die Release-Notes entsprechend auf der E3DC-Seite abrufbar sind. Und da könnt ihr dann auch gerne nochmal selber nachgucken, weil ich darf sie ja, wie gesagt, aus rechtlichen Gründen nicht direkt zeigen. Und ja, woran erkennt man, dass das Release aufgespielt wurde? Entsprechend an der Bezeichnung S10-2022-02. Und ja, wann erfolgt die Aktualisierung? Das ist halt bei E3DC nicht ganz so einfach nachvollziehbar, sondern die Hauskraftwerke werden nach und nach aktualisiert. Dementsprechend müsst ihr dann persönlich bei euch am Hauskraftwerk nachschauen, wann dieses Release aufgespielt wurde. Wie erkennt ihr das? Ich zeige euch das mal ganz kurz, wie das bei mir im Moment noch aussieht. So, und ja, gut, ich zeige euch hier den Bildschirm, entsprechend den Screenshot von meinem Hauskraftwerk habe ich eben nochmal gemacht und ihr seht da in der letzten Zeile die Release-Bezeichnung S10-2021-08. Tatsächlich schon mal ein bisschen verwunderlich, das letzte offiziell kommunizierte Release war das S10-2021-04. Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht, verlinke ich euch oben mal in der Ecke. Das 08er Release, das ist offiziell halt gar nicht kommuniziert worden. Nichtsdestotrotz hat da irgendein Upgrade der Software halt stattgefunden. Und wenn dort in diesem Feld dann tatsächlich S10-2022-02 steht, ja, dann habt ihr die aktuellste Version halt drauf. Ja, und was steht in dem Dokument jetzt halt drin in den Release Notes? Also erstmal das Positive zuerst. Es sind halt tatsächlich nur zwei Seiten, auf denen die Verbesserungen oder die Korrekturen halt aufgelistet sind. Das finde ich gut. Also muss ich da nicht durch ein seitenlanges Dokument durchwühlen. Es gibt halt diverse Punkte, die jetzt, ich sag mal, für die breite Masse vielleicht nicht so interessant sind, die ich deswegen nur ganz kurz erwähne. Wenn man zum Beispiel dieses Hauskraftwerk neu bekommt, dann muss man ja einen Endbenutzer-Lizenzvertrag ausfüllen und das konnte man offensichtlich bisher umgehen. Das geht jetzt nicht mehr mit dem neuen Release, sondern den muss man dann entsprechend bestätigen. Dann gibt es diverse Änderungen bei Hochvoltsystemen. Ehrlicherweise können das nur relativ wenige Systeme sein. Mir ist zumindest nicht bekannt, dass in der breiten Masse Hochvoltsysteme von E3DC schon im Einsatz sind. Ihr könnt da gerne mal unten das in die Kommentare reinschreiben. Also die Geräte werden hier mit H20 bezeichnet. Habe ich bisher noch nicht gehört, konnte ich auf der Website von E3DC auch nichts zu finden. Dann geht es darum, das Batterietraining. Da können wohl Spannungsanpassungen während des Batterietrainings durchgeführt werden. Und das Batterietraining ist auch eine einmalige Geschichte. Wenn das Hauskraftwerk das erste Mal initialisiert wird, werden die Batterien quasi trainiert. Also wird einmal der obere und einmal der untere Ladepunkt festgelegt. Und das ist halt das Batterietraining. Und da können jetzt offensichtlich Spannungsanpassungen vorgenommen werden. Als nächstes gibt es dann den Punkt, dass für Österreich jetzt auch Länderanpassungen vorgenommen wurden. Gab es wohl bisher wohl auch nicht die Möglichkeit dafür, weiß ich leider nicht, weil ich ja in Deutschland ansässig bin. Das nächste ist, es wurde umgesetzt, eine gewisse Art und Weise, um Netzfehler zu protokollieren. Gibt es ja die entsprechende VDE-Richtlinie und die wurde jetzt hier halt nachgezogen und wird mit dem Release dann entsprechend aufgespielt. Dann spannender Punkt, Übersetzung Französisch. Also alles, was man im Hauskraftwerk jetzt sieht, kann man sich jetzt auch in Französisch anzeigen lassen. Ja, was heißt das jetzt konkret? Wahrscheinlich wird E3DC dann ein Stück weit expandieren Richtung Frankreich oder Benelux. Weiß ich nicht konkret, aber auf jeden Fall gibt es das System jetzt auch neu dann in französischer Sprache.
Und dann kommen eigentlich die Punkte, die für die breite Masse interessant sind. Zumindest wenn man ein E-Auto hat, geht es um das Thema Wallbox und E-Mobility. Als allererstes bekommt die Wallbox von E3DC, diese Easy Connect, ein entsprechendes Firmware-Upgrade. Es werden Korrekturen bei der Laderegelung vorgenommen. Hier hoffe ich mir tatsächlich, weil das habe ich bei mir tatsächlich festgestellt, dass nicht immer die gesamte Überschussleistung vom Dach dann auch ins Auto geladen wurde, sondern da gab es immer einen gewissen Teil, der dann noch in die Batterie geladen wurde, so 300, 400 Watt, ging immer noch zusätzlich in die Batterie. Und wenn man das hier mit diesem Release ein Stück weit bereinigt oder diese Ladeleistung in die Batterie reduziert, dann wäre ich ja natürlich ganz happy, weil dann kann man wiederum mehr ins Auto laden, auch wenn es nur 300 oder 400 Watt sind. Aber immerhin könnte man halt mehr von dem Überschussstrom dann tatsächlich direkt ins Auto laden. Dann gab es offensichtlich ein Problem, wenn man eine Wallbox hatte und hatte einen Farming-Betrieb von E3DC. Das hat wohl nicht so gut geklappt. Da wird jetzt eine Korrektur eingezogen. Und dann gab es diverse Kommunikationsfehler mit der Wallbox. Da wird halt auch jetzt entsprechend Korrekturen vorgenommen. Und zwar kann man jetzt auf dem Display vom Hauskraftwerk dann direkt das sehen, wenn es irgendwie ein Kommunikationsproblem gab und das dort wahrscheinlich dann bestätigen oder irgendwie das neu starten. Weiß ich nicht konkret, wie es aussieht. Hatte ich bisher auch noch nicht, von daher aber scheint ja im Feld dann entsprechend ein Problem zu sein. Dann, wenn die Wallbox zusätzlich auch Batteriestrom verwendet, dann soll das jetzt neu dem Sonnenstrom hinzugerechnet werden, war bisher offensichtlich nicht so. Dann, was haben wir noch? Überschussladen im verzögerten Lademodus des Sonnenmodus wurde optimiert, was auch immer das konkret bedeutet. Ich benutze den verzögerten Modus nicht, von daher habe ich da noch gar keine Erfahrung. Wenn ihr die Erfahrung habt, ja, schreibt es gerne mal unten entsprechend in die Kommentare. Und wichtiger Punkt oder eigentlich ein ganz guter Punkt, dass das Thema der Ladepriorisierung jetzt auch in der Wallbox, in dem Wallbox-Menü zur Verfügung steht. Das war bisher nicht so. Man muss da immer ein anderes Menü reinspringen und das wird man jetzt ändern, dass das halt in diesem Wallbox-Menü auch verfügbar ist. Dann muss man halt nicht mehr in dem Menü hin und her springen. Also das finde ich eine gute Geschichte. Dann geht es weiter zum Wechselrichter im System, also der interne Wechselrichter. Dort ist es so, dass man offensichtlich das Thema Einspeisemanagement weiter optimiert hat. Und zwar geht es ja darum, dass möglichst wenig Strom tatsächlich ins öffentliche Netz eingespeist wird, wenn man ihn im Haus verbrauchen kann oder in die Batterien laden kann oder ins Auto laden kann. Und da war die Regelung jetzt offensichtlich noch nicht so hundertprozentig. Und da hat man wohl angesetzt und ich bin gespannt, was das dann im realen, im täglichen Leben tatsächlich bedeutet. Ich habe bei mir persönlich festgestellt, dass immer ein paar Watt natürlich hin und her geregelt werden, also dass da immer eine ganz kleine Verzögerung natürlich da ist. Vielleicht hat man das ein Stückchen optimiert, bin ich gespannt. Dann Aktivierung des Wechselrichters nach Ruhephasen wurde verbessert, das heißt gerade jetzt im Winter sind die Nächte ja lang, der Wechselrichter schaltet dann ab und wenn dann morgens wieder die erste Sonne da ist oder das erste Licht, dann springt der Wechselrichter natürlich wieder an und hier gab es offensichtlich eine Verbesserung. Genau, dann gibt es noch ein paar Themen zum Zusatzwechselrichter, gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil den haben wahrscheinlich relativ wenige Leute im Einsatz. Und dann gibt es noch eine Verbesserung, haben auch wahrscheinlich relativ wenige Leute einen Heizstab von MyPV. Ich persönlich habe den, deswegen für mich ist es ein interessantes Thema, dass man da jetzt auch diese Regelung der Einspeiseleistung ins öffentliche Netz noch weiter optimiert hat, sodass tatsächlich die gesamte Leistung dann auch in den Heizstab gegeben wird und dort entsprechend dann Warmwasser produziert werden kann. Dann gibt es einen Punkt zum Farming-Betrieb. Die wenigsten von uns werden Farming-Geräte haben, deswegen lasse ich es weg. Und ihr könnt sonst gern auch bei euch im E3DC-Portal entsprechend unter den Downloads mal schauen, was dort konkret in dieser Release-Note halt drin steht. Dann gibt es noch einen Punkt Sonstiges, bevor ich dann zum eigentlichen Klopper komme, sage ich mal. Der Stromsparmodus der Geräte wurde weiter optimiert. Das wird ja auch immer bemängelt, dass die Geräte so viel Strom verbrauchen im Betrieb. Und der Stromsparmodus, den kann man ja aktivieren. Und der greift immer dann auch natürlich beispielsweise eher im Winter, wenn die Batterie leer ist und vom Dach kein neuer Strom kommt, beispielsweise nachts. Dann geht das Gerät in einen Energiespar oder in einen Ruhemodus und dann wird halt weniger Energie verbraucht. Und hier hat man wohl auch noch ein bisschen optimiert. Das können aber aus meiner Sicht dann halt tatsächlich nur Details sein. Aber ich sag mal, jedes gewonnene Watt ist ein Watt, was man auf jeden Fall gern gebrauchen kann. Von daher finde ich das entsprechend ganz gut. Dann kommt es eigentlich zu dem Punkt Korrekturen, zumindest steht das so in der Release-Note drin, kommt also ganz unscheinbar daher, aber es steckt halt tatsächlich einiges drin. Und zwar hat man offensichtlich an der Notstromfunktion Optimierung vorgenommen oder Veränderung vorgenommen, ich mag es jetzt gar nicht mehr Optimierung nennen,
Warum? Ja, weiß ich ehrlicherweise nicht, aber was hier der wichtigste Punkt ist und der mich so ein bisschen ja, verwundert hat, ist der Punkt, dass jetzt drin steht, dass im Notstrombetrieb die Wallbox nicht mehr betrieben werden kann. Und das ist tatsächlich was, das war für mich so ein Alleinstellungsmerkmal oder eines der Alleinstellungsmerkmale von E3DC, dass man tatsächlich im Notstrombetrieb dann auch noch sein E-Auto laden konnte. Also im Fall des Falles, wenn tatsächlich mal, man will es ja nicht hoffen, aber wenn mal ein längerer Stromausfall da ist, dann hat man immer noch die Möglichkeit gehabt, über die E3DC Wallbox sein E-Auto zu laden. Ich habe das tatsächlich auch letztes Jahr mal getestet. Ich verlinke das Video auch nochmal oben in der Ecke. Könnt ihr euch das gerne mal angucken, aber es hat tatsächlich funktioniert und hat auch gut funktioniert. Und genau diese Funktion soll jetzt mit dem Upgrade ja, weggemacht werden, also verschwinden, nicht mehr nutzbar sein. Ich bin sehr gespannt, warum. Ich habe natürlich direkt dann, als ich diese Info gesehen habe, ein Ticket bei E3DC eröffnet beim Support und habe nach den Hintergründen gefragt, weil, wie gesagt, für mich war das eher so ein Alleinstellungsmerkmal, auch ein Sicherheitsaspekt, dass ich weiß, wenn der Strom ausfällt, kann ich trotzdem aus meiner PV-Anlage mein E-Auto noch beladen und kann weiter mobil bleiben. Und diese Option wird mir jetzt über die Wallbox dann halt genommen. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht schön, auch wenn man diese Funktion so im normalen Leben nicht braucht. Aber im Fall der Fälle, glaube ich, ist das wirklich eine gute Geschichte, dass man sein E-Auto dann halt auch bei einem Stromausfall laden kann. Und ja, hier bin ich auf das Feedback vom E3DC Support gespannt, was dort kommt und werde das natürlich in einem weiteren Video euch dann entsprechend auch kommunizieren, was mir dort als Grund genannt wurde, wenn denn überhaupt einer genannt wird. Ich weiß es halt ja gar nicht, ne? Und das ist halt dann für mich der Klopper schlechthin, dass man hier tatsächlich im Notstrombetrieb an der Kommunikation zur Wallbox was verändert, sodass dann ein Laden des E-Autos nicht mehr möglich ist. Ich werde das natürlich für euch wieder testen, wenn ich das Release dann bei mir auf dem Hauskraftwerk aufgespielt bekommen habe. Von daher ja, gucken wir dann mal, wie das aussieht. Und habe natürlich auch im Hinterkopf schon eine Lösung, wie man trotzdem sein E-Auto dann im Notstromfall noch laden kann. Aber das ist halt nur ein Workaround. Ich würde es viel besser finden, wenn diese Funktion tatsächlich ja aktiviert bleiben würde. Und von daher hoffe ich einfach, dass es da ein positives Feedback von E3DC gibt. Schön wäre ja, dass man das persönlich selber entscheiden kann, ob ich im Notstrombetrieb das Auto laden möchte oder nicht. Also so eine Auswahloption wäre halt cool. Dann kann das jeder für sich persönlich entscheiden. Aber ich sag mal, ich werde jetzt hier mit diesem Release-Upgrade ein Stück weit bevormundet und mir wird diese für mich eigentlich sinnvolle und gute Option dann einfach genommen und ich kann im Prinzip erstmal nichts dagegen tun, außer darauf zu hoffen, dass E3DC hier eine Lösung präsentiert. Genau, ja, das war wie gesagt der Hammer, der mich so ein bisschen ja, verwundert hat, weil ich dachte immer, ein Release bedeutet immer eine Verbesserung und das ist jetzt definitiv keine Verbesserung, das ist eine deutliche Verschlechterung und man gibt hier halt ein Alleinstellungsmerkmal auf. Ja, aus welchen Gründen auch immer, ich kann es ehrlicherweise nicht beurteilen. Wenn ihr Ideen habt, warum das vielleicht passiert, dann ja, nutzt gerne die Kommentarfunktion, schreibt es mal unten rein, bin ich sehr gespannt. Bei mir hat es wie gesagt gut funktioniert, also ich weiß es ehrlicherweise nicht. Wenn das Release aufgespielt ist, hört ihr wieder von mir und ja, zwischendrin kommen natürlich ein paar weitere Videos, jetzt nicht unbedingt zum Hauskraftwerk und zum Release, aber ich habe natürlich wieder meine Monatsauswertung, die demnächst wieder starten für PV, für Heizung, Warmwasser und ein, zwei weitere Videos habe ich auch noch in Planung. Also von daher freut euch drauf, es bleibt auf jeden Fall spannend auf dem Kanal und von daher möchte ich mich jetzt verabschieden für den Moment. Ja, wünsche euch wieder alles Gute, bleibt vor allem gesund und dann sehen und hören wir uns bei einem der nächsten Videos wieder. Ich freue mich auf euch und bis dahin, macht's gut, euer Thomas. Ciao, ciao. Thank you.